Ich habe neulich Edelstahl gepunktet, 0,4 mm Rohr und darüber so eine 0,4 mm Manschette. Das hat so unwahrscheinlich gut funktioniert. Das Ganze habe ich mit einem WIG-Schweißgerät gemacht, mit einer Spot-Funktion. Wie gesagt, das war Edelstahl. Jetzt ist die Frage, wenn ich Aluminium habe. Ich habe hier zum Beispiel einfach Aluminiumbleche, ich habe Aluminiumrohr, ich habe Aluminiumwinkel. Und die Frage ist natürlich, wie funktioniert das beim Aluminium? Was habe ich grundsätzlich für Möglichkeiten? Ich habe mein WIG-Schweißgerät, mein WIG-AC-DC-Schweißgerät. Ich brauche natürlich für Aluminium Wechselstrom. Auf der anderen Seite habe ich eventuell auch ein MIG-MAX-Schweißgerät. Und MIG-MAX-Schweißgeräte, viele moderne MIG-MAX-Schweißgeräte, haben heutzutage auch eine Punktschweißfunktion. Und das sind so zwei Optionen, die ich habe. Da ist immer die Frage, was macht Sinn, was funktioniert bei Aluminium? Weil man muss ganz klar sagen, nicht alles, was bei Stahl und bei Edelstahl gut funktioniert, macht bei Aluminium auch Sinn. Ich habe hier verschiedene Muster vorbereitet. Erstmal im WIG-Schweißverfahren. Die gucken wir uns an und gucken uns einfach an, was gut funktioniert, wie ich das Ganze ausgeführt habe und was für Erfahrungen ich damit gesammelt habe. Ganz grundsätzlich ist natürlich immer die Sache, was ist überhaupt so eine Punktschweißfunktion? Eine Punktschweißfunktion ist, dass ich wirklich meinen Taster, egal ob an meinem MIG-MAX-Schweißgerät oder an meinem WIG-Schweißgerät, betätige und dann löst das Gerät einen Impuls aus. Entweder nur einen einzelnen Impuls, das heißt, ich drücke, ich habe einen Impuls, danach ist Feierabend, oder ich kann einstellen, dass ich in Serie verschiedene Impulse habe. Da gibt es verschiedene Geräte, die da verschiedene Möglichkeiten bieten. Bei einem WIG-Schweißgerät ist natürlich immer die Frage, ob das wirklich so viel Sinn macht, gerade beim Schweißen von Aluminium. Dabei ist natürlich die Frage, ob ich hier wirklich so einen einzelnen Punkt machen will, wie ich hier auf diesem Blech ausgeführt habe. Da habe ich verschiedene Tests gemacht, das gucken wir uns gleich nochmal an. Oder ich möchte wirklich verschiedene Punkte hintereinander setzen. Ja? Und bei den verschiedenen Punkten hintereinander habe ich immer oft ein Problem, das beim Aluminium natürlich sehr speziell ist. Ich habe mein Aluminiumblech leitet unwahrscheinlich gut die Wärme. Das heißt, wenn ich meinen ersten Punkt mache, dann gebe ich hier Energie rein und die Wärme dieser Energie wird einfach abgeleitet. Ich schaffe es kaum, das Material aufzuschmelzen. Ich habe das hier mit einer klassischen Spot-Funktion gemacht und man sieht, pro Punkt wird es immer ein bisschen breiter, Hier hinten macht es gar keinen Sinn mehr, da fließt mir das ganze Material weg. Wenn ich also einzelne Punkte auf so einem Aluminiumblech mache, beziehungsweise auf so einer Aluminiumverbindung mache, dann macht es schon Sinn, mit einer Spot-Funktion zu arbeiten. Wenn ich aber wirklich mir so eine Naht hinspotten will, dann macht es oft natürlich keinen Sinn. Da kann ich so eine Spot-Funktion gar nicht empfehlen. Ich habe das mit einem Gerät ausgeführt, mit einer Spot-Funktion. Die anderen Sachen hier habe ich alle mit meinem WE204P ausgeführt und ich habe wirklich immer nur so einen kurzen Impuls gegeben. Ganz großer Vorteil beim Aluminium, ich kann den Impuls dann ein bisschen variieren. Das heißt, ich habe hier angefangen, habe wirklich einen längeren Impuls, habe kurz drauf gedrückt und dann hat sich das Ganze immer so ein bisschen verkürzt. Das hört sich so ein bisschen schwierig an. Wenn man das aber so ein, zweimal gemacht hat, dann kriegt man das wirklich sehr, sehr gut hin. Beim Punktschweißen von Aluminium, da gibt es Sachen, die machen viel Sinn und die machen wirklich wenig Sinn mit dem WIG-Schweißverfahren. Grundsätzlich habe ich das Problem, dass ich hier wirklich keinen Zusatz habe. Das heißt, ich habe hier so eine Ecknaht. Das Ganze kann ich abschmelzen, das gibt dann so eine leichte Rundung, das sieht auch bei vielen Ecken dann wirklich sehr gut aus. Das funktioniert sehr gut, weil ich da was habe, was ich aufschmelzen kann, was ich miteinander verschmelzen kann. Genauso so eine Überlappung hier, man sieht das richtig schön, ich habe es hier extra stehen lassen, dass ich hier wirklich richtig Material abschmelze. Man sieht hier diese obersten Punkte, ich habe den Rest jetzt bewusst nicht zu Ende gepunktet, dann würde die ganze Naht so aussehen. Diese ersten Punkte, ich habe hier eingesetzt, da eingesetzt, da hat sich das Material wirklich auch sehr schwer getan. Das ist kalt, das Material, es ist Winter und man könnte vorwärmen, wäre eine Möglichkeit, aber hier bewusst mal gepunktet und man sieht, das ist wirklich schwer miteinander verschmolzen. Wenn es dann warm ist, geht's gut, aber wie gesagt, wir halten fest, wenn man was zum Aufschmelzen hat, wenn man was hat, miteinander zu verbinden, dann ist das wirklich eine schöne Option. Und so eine Naht sieht auch gut aus, hält auch, ist sehr solide, sehr stabil. Also wie gesagt, das beides kann ich wirklich sehr empfehlen. Funktioniert sehr gut, hat auch eine sehr hohe Festigkeit. Hier an dem Blech habe ich verschiedene Punkte gemacht. Verschiedene Einstellungen, drei Punkte sind komplett durchgeschweißt.
Trotzdem habe ich keine große Festigkeit. Problem ist wirklich, ich habe hier keinen Zusatz. Der Zusatz hat beim Aluminiumpunkten wirklich eine sehr, sehr wichtige Bedeutung. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Hätte ich das bei einem Edelstahl oder Stahlblech, hätte ich wirklich eine gute feste Verbindung der beiden Bleche. Wenn man das hier sieht, das ist keine große Krafteinwirkung. Ich kann das Ganze hier durchbrechen. Also das ist von der Festigkeit her, von der Festigkeit muss man immer sagen, Aluminium braucht den Zusatz. Darum sagt man auch eigentlich, Aluminium-Schweißnähte lieber nicht verschleifen. Egal, ob man da durchgeschweißt hat oder nicht, die Festigkeit kommt viel durch den Zusatz, kommt viel durch die Schweißnaht an sich. Eine Kehlnaht ist das nächste Thema. Also ich habe mich hier wirklich abgequält. Spotten von Aluminium, von Kehlnähten funktioniert wirklich sehr, sehr schlecht. Es mag sein, dass der ein oder andere Künstler da irgendwas hinbekommt oder so, aber hier fehlt wirklich der Zusatz als ein Punkt. Und der nächste Punkt ist beim Spotten von zum Beispiel Edelstahl oder Stahl. Da geht man mit der Wolfram-Elektrode richtig so relativ nah ran und kriegt dann einen schönen Punkt. Das führt hier wirklich nur zu Problemen. Also ich habe hier Punkte hinbekommen. Man kann hier auch mit Spotten, wenn man eine gewisse Temperatur im Material hat, geht es wieder deutlich besser. Im Großen und Ganzen funktioniert das Spotten von Kehlnähten beim Aluminiumwerkstoff ohne Zusatz wirklich sehr, sehr schlecht. Option, die man da wirklich wählen kann, ist, dass man punktet und sich auch wieder den Zusatz hinhält, aber dann kann man auch gleich richtig vernünftig schweißen, kleine Stückschweißungen machen. Darum mein ganz klares Fazit zum Spotten vom Aluminium mit dem WIG-Schweißgerät. Man braucht definitiv keine Spot-Schweißfunktion, also keine Punktschweißfunktion an dem WIG-Schweißgerät. Ich habe den Großteil hier auch ohne gemacht. Solche Ecknähte, solche Überlappnähte funktionieren wirklich traumhaft gut. Ich habe das auch schon mal früher vorgemacht. Da habe ich mir einfach was auf der Ecke geklemmt, habe das gepunktet. Sieht traumhaft gut aus, hat auch eine sehr gute Festigkeit. Wenn ich einzelne Stumpfnähte habe, so nennt man so eine Verbindung, dann wird es schwierig, weil ich wirklich keinen Zusatz habe. Da ist es mit Zusatz immer deutlich besser. Und wenn ich eine Kehlnaht habe, dann schaffe ich das wirklich schlecht, da Punkte zu setzen ohne Zusatz. Also da ist es deutlich besser, dass man wirklich den Werkstoff aufschmilzt. Man hat beide Flanken aufgeschmolzen. Dann gibt man Tupferzusatz hinzu. Ja, und da ist das Punktschweißen nicht so gut geeignet wie zum Beispiel beim Stahl oder Edelstahl. Die Einstellung, die ich hier fürs Punktschweißen benutzt habe, das Gerät hat keine separate Punktschweißfunktion. Ich vermisse die auch nicht. Ich gebe, wenn ich Punktschweißen will, so einen kleinen Impuls mit der Hand ab. Ich habe aber andere Geräte, die haben eine Spot-Funktion. Und zum Beispiel beim Spotten von Edelstahl macht das sehr viel Sinn. Es gibt aber die Variante WE234. Das ist der größere Bruder, sage ich mal, davon. Der hat eine integrierte Spot-Funktion. Hier habe ich 2-Takt eingestellt. Ich habe keinen Puls eingestellt. Ich bin natürlich im Hochfrequenz, in der kontaktlosen Zündung. Ich habe hier AC eingestellt, also den Wechselstrom. Ich habe hier eine Sinuskurve eingestellt. Und dann fangen wir hier vorne an. 0,5 Sekunden Gasvorströmzeit, 30 Ampere Startstrom, 0,3 Sekunden, bis er dann bei der vollen Leistung ist. 120 Ampere. Warum 120 Ampere? Ich habe hier eben 2 mm Bleche gepunktet. Man nimmt zwischen 30 und 40 Ampere pro Millimeter Materialstärke zum normalen Schweißen. Jetzt fürs Punkten brauche ich natürlich richtig Dampf. Und da habe ich das Ganze um 50% erhöht. Da hat man einen richtig knackigen Punkt, den man da wirklich setzen kann. Also 50% mehr, 30 bis 50% mehr kann man da fürs Punkten beim Aluminium wirklich immer empfehlen. Ich habe dann hier die AC-Frequenz. Ups. Die AC-Frequenz, die würde ich immer zwischen 60 und 80 Hertz empfehlen. Das ist so generell der Bereich, in dem ich mich bewege. 70 habe ich jetzt hier genommen, so die goldene Mitte, hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe dann hier die Balance, da gehe ich immer ein bisschen ins Negative, bin hier bei 40%. Und dann habe ich die Absenkzeit, die ist hier bei 0,4, 0,3, 0,4 Sekunden. Habe dann den Endstrom 20 Ampere und habe dann nochmal 2 Sekunden Gas Nachströmzeit. Man kann Gas noch deutlich länger nachströmen lassen, aber gerade beim Aluminium ist es natürlich auch immer eine ganz schöne Gasverschwendung. Das Einzige, was ich dadurch erziele, dass meine Wolfram-Elektrode nicht so anläuft. Aber die schleife ich das nächste Mal wieder, dann ist die wieder sauber. Da bin ich wirklich ein Sparfuchs, muss man ganz klar sagen.
Beim Punktschweißen von Stahl oder Edelstahl sind solche Glasdüsen immer sehr beliebt. Das hat auch seinen Grund. Man setzt das Ganze auf. Man sieht dann hier, wo die Wolframelektrode ist. Die ist dann ganz leicht zurückgesetzt und dann gibt man seinen Impuls ab. So, beim Aluminiumschweißen kann man die auch verwenden. Ich habe aber zwei Gründe, warum ich die nicht verwende. Ich habe hier sogar eine Jumbo-Gasdüse. Da brauche ich mindestens 15 Liter die Minute. Das ist natürlich auch immer ein ganz schöner Gasverbrauch, eine ganz schöne Gasverschwendung. Das ist ein Punkt. Auf der anderen Seite schweiße ich ja normal Wick am Minuspol. Wenn ich jetzt Wechselstrom schweiße, dann bin ich einmal Minuspol, einmal am Pluspol. Am Pluspol oder im Pluspol ist der Schweißprozess deutlich heißer. Die Temperaturen, die hier an der Wolframelektrode entstehen, sind deutlich höher. Das belastet natürlich hier auch meine Glasdüse. Wenn ich damit ein bisschen länger Punktschweiße oder auch normal schweiße, dann ist es sehr schnell, dass dieses Glas matt wird und dergleichen. Also wie gesagt, ich habe einmal einen höheren Gasverbrauch, den möchte ich nicht unbedingt haben. Der ist auch beim Aluminiumschweißen gar nicht so relevant. Auf der anderen Seite habe ich natürlich diese höhere Temperaturbelastung, die das Glas auch nicht so gut wegsteckt wie diese Keramikdüse. Die Keramikdüsen, die kann man wirklich jahrelang verwenden. Dadurch habe ich hier weniger Gasverbrauch. Also spare ich Kosten. Ich habe hier so ungefähr 10 Liter die Minute eingestellt. Auf der anderen Seite habe ich eine lange Standzeit. Dadurch spare ich auch wieder Kosten. Darum ist das hier meine Konfiguration. Nachteil ist natürlich, ich kann das nicht so aufsetzen. Ich setze das immer so leicht schräg auf und dann gebe ich meinen Impuls. Eine Schweißnaht ist immer nur so gut wie die Vorbereitung und das gilt ganz speziell für Aluminium. Bei Aluminium habe ich eine Oxidschicht und die muss ich beim Schweißen aufbrechen. Ich habe hier sauberes Blech, da war sogar noch eine Schutzfolie drauf. Wenn ich die abziehe, dann gehe ich da mit Verdünnung bzw. mit Aceton rüber, reinige das ein bisschen und dann kann man das sehr gut verschweißen. Habe ich hier so ein Rohr, das ist schon so ein bisschen angelaufen, hat so eine Oxidschicht ausgebildet, dann würde ich sowas vorher immer ein bisschen beschleifen bzw. bürsten. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Bei mir, ich nehme einfach diesen einfachen Schleifvlies und reinige das damit ein bisschen bzw. schleife das so ein bisschen über. Hinterher hat man natürlich Reste von dem Schleifvlies, die will ich auch beim Schweißen nicht haben. Darum gehe ich nochmal mit dem Lappen mit Aceton rüber. Alternativ verwende ich immer diese Messingdrahtbürsten. Warum keine Stahldraht- oder Edelstahldrahtbürsten? Ganz einfach, weil die zu hart sind und in den weichen Aluminium wirklich dann so richtig starke Macken reinmachen. Also damit kann man das Ganze auch überbürsten. Ich habe hier einmal groß, einmal klein. Funktioniert auch sehr gut und auch danach gehe ich wieder mit dem Lappen mit Aceton da einmal rüber. Das mit dem Reinigen, das mache ich immer draußen. Jetzt habe ich hier das ganze Mick-Mack gepunktet. Verschiedene Verfahren, verschiedene Ausführungen. Ich werde das so ein bisschen erklären und erläutern. Erster ganz große Vorteil, wenn ich mit dem Mick-Mack-Schweißgerät punktschweiße bei Aluminium bei einer richtigen Einstellung, habe ich hier wirklich eine vernünftige, feste Verbindung. Das kann ich nicht einfach so durchbrechen. Das ist der ganz große Vorteil. Ich habe natürlich Zusatz dabei. Ich habe ein Mick-Mack-Schlauchpaket mit einer Teflonseele. Ich habe Argon 4.6, habe da 15 Liter die Minute. Das ist so meine Grundeinstellung und damit habe ich gepunktet. Ich habe das Ganze mit zwei verschiedenen Geräten gemacht. Das MEW 212, da zeige ich gleich mal die Einstellung, und das MEW 200 Syn. Das MEW 185 hätte auch noch eine Punktschweißfunktion. Das sind so die Geräte, mit denen ich das schon ausprobiert habe und das funktioniert wirklich sehr gut. Wenn man dieses an so einer Stumpfnaht hier sieht, diese Punktschweißung, die sehen wirklich gut aus, funktioniert wirklich super. Also bin ich ein ganz großer Freund von. Bei Kehlnähten ist es so, es funktioniert auch und man hat auch eine sehr gute Festigkeit und es ist auch eine Sache, die kann jedes Kind ausführen. Es sind aber nicht diese kleinen filigranen Punkte, die man zum Beispiel beim Wickschweißen hinkriegt. Ja? Das muss man natürlich ganz klar sagen. Das sind Punkte, die halten, die haben eine gute Stabilität, aber nicht dieses kleine Filigrane. Von der Vorgehensweise, ich nehme den Brenner, ich halte ihn nicht nur auf die Kehle, das wird meistens so, dass es nur eine einseitige Anbindung ist. Ich habe den Starter auf einem Material und ziehe dann aufs andere rüber. Ich habe eine Sekunde bei den Punkten eingestellt. Kürzere Zeiten, das Ganze dann so irgendwie zu optimieren, dass man nur in diese Kehle reinkommt, kriegt man nicht hin. Die Bleche hier, die beiden hier,
sind ausgeführt konventionell mit dem MEW 200 SYN. Das funktioniert sehr gut. Das heißt, konventionell ist ohne Puls oder dergleichen. Die Bleche hier habe ich dann mit Puls und sogar Doppelpuls ausgeführt. Mit Doppelpuls, mit dem MEW 212, das ist immer noch mal eine ganz andere Hausnummer. Die Punkte sind ein bisschen filigraner, die sind ein bisschen besser gelaufen. Alles 2 mm Bleche, alles habe ich mit 0,8 Sekunden ausgeführt. Und diese 0,8 Sekunden, da habe ich 100 Ampere genommen. Wie gesagt, hier konventionell, also ohne Puls, hier mit Puls und hier mit Doppelpuls. Ich habe noch ein paar andere Muster, also ich habe hier so 10, 12 Dinger eben mal so durchgepunktet. Auch sehr erstaunlich. Ich habe es mit anderen Geräten auch schon ausprobiert, dass man nur so einen kurzen Impuls gibt. Das funktioniert auch, wenn das Gerät richtig eingestellt ist. Man sieht aber im Allgemeinen, die Anbindung hier, die ist nicht ganz so gut beim klassischen Mic-Mac-Schweißen, als dass man hier wirklich Puls oder Doppelpuls. Das ist halt immer so. Man bricht mit diesem Puls, Doppelpuls das Material besser auf. Was ich hier nicht gemacht habe, ich habe im Nachhinein, hat man immer so leichte Schmauchspuren, gerade bei so Punkten. Da bin ich immer mit der Drahtbürste rübergegangen, mit meiner Messingdrahtbürste. Was ich nicht gemacht habe, ist irgendwas vorher zu säubern, zu reinigen, in irgendeiner Form das Material aufzubrechen. Ich habe, wie gesagt, nur die Materialien, die Bleche zugeschnitten, habe mir diese Bleche ein bisschen mit Aceton gereinigt. Das ist das Einzige. Also ich habe hier nichts und auch nichts auf Temperatur gebracht. Das ist alles schön kalt gewesen und dann habe ich diese Punktungen gemacht. Es gibt bei diesem Punktschweißen immer die Möglichkeit zu spotten und es gibt bei vielen, also diesen einen Punkt zu setzen und es gibt bei vielen die Möglichkeit, dass man einen Punkt nach dem anderen setzt und dann noch ein Zeitintervall reinbaut. Das finde ich so ein bisschen unglücklich, das ist überhaupt nichts für mich. Da gibt es Leute, die dann da so ziehen, das mag in der Industrie bei irgendwelchen Arbeiten, die man immer wieder ausführt, sicherlich so sein, dass man da so eine Taktung hinkriegt. Ansonsten ist das für mich nichts. Also wenn wir bei Punktschweißen beim Aluminium sind, bevor wir uns jetzt beim Mic-Schweiß, bei den Mic-Schweißgeräten nochmal die Einstellungen ansehen, muss ich ganz klar sagen, das ist extrem einfach und hat eine sehr gute Festigkeit. Ist nicht optisch das Allerschönste, also wie gesagt, ein Gerät mit Puls kann das meistens deutlich besser. Ansonsten solche Ecknähte abpunkten oder abspotten mit dem Mic-Schweißgerät oder solche überlappenden Nähte oder so, das ist auch sehr empfehlenswert. Kehlnähte oder Stumpfnähte im Wickschweißverfahren ohne Zusatz ist für mich keine Empfehlung und ist für mich auch keine Option. Das funktioniert mit dem Mic-Mac-Schweißgerät deutlich besser. Also da gibt es tolle Möglichkeiten und wie gesagt, so Punkten. Wenn man das jetzt hier so sieht, das sind auch so Sachen, da kann man wirklich mal richtig kräftig drücken. Das hält. Diese drei kleinen filigranen Punkte, die halten. Genauso wie das hier, hatte ich eben schon so vorgemacht. Das ist auch nichts, was man einfach so auseinanderbricht. Das hat wirklich eine sehr gute Festigkeit. Ja, gucken wir uns hier mal die Einstellungen an am MEW 212. Das ist das Gerät mit dem Puls. Ich habe 100 Ampere eingestellt. Ich bin hier bei Spot. Da habe ich 0,8 Sekunden für die Kehlnaht und 0,3 Sekunden für die Stumpfnaht. Also ganz normal die beiden Bleche aneinander. Für die Kehlnaht braucht man ein bisschen länger, weil man halt so einmal so einen leichten Schwenker, also auf dem einen Blech zündet, bis aufs andere Blech rüber geht. Das ist die normale Spot-Funktion. Und ich habe hier am Ende noch, hier unten steht es auch immer, Continuous Spotting. Das heißt, ich kann einen Punkt nach dem anderen setzen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel für so eine Stumpfnaht 0,3 Sekunden und 0,5 Sekunden dazwischen. Bei mir ist immer so, das eine Mal warte ich, bis der Punkt kommt und das nächste Mal bin ich da noch nicht. Darum, ich bin jemand, der dann immer lieber wieder drückt. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen individuell. Gut, gehen wir wieder zurück hier. Ansonsten habe ich hier Double Pulse eingestellt. Das heißt, ich habe hier das normale Mic-Mac-Schweißen, also synergisches Mic-Mac-Schweißen. Ja, dann habe ich hier das Pulsen, ich habe hier das Doppelpulsen. Dann habe ich hier ALMG5. Das Gerät hat verschiedene Werkstoffe mit verschiedenen Schutzgasarten. Kann ich hier alles einfach durchgehen. Das ist wirklich sehr interessant, ALMG5. Und ich habe hier den Millimeterdraht gewählt. Ich habe hier 100 Ampere gewählt, also immer wirklich auch ein bisschen mehr wie beim Wickschweißen.
Und dann habe ich hier unten die Spannung leicht erhöht. Das mache ich. Das ist das Einzige, was ich immer an diesen vorgegebenen Einstellungen hier beim Aluminiumschweißen verändere. 5 bis 10% mehr geben. Hier in dem Fall 5%. Damit habe ich sehr gute Ergebnisse erzielt. Das habe ich einmal mit Doppelpuls ausgeführt, einmal mit Puls. Und mit Doppelpuls ist die Anbindung des Punktes, also die Aufbrechung der Oxidschicht beim Aluminium noch ein bisschen besser. Darum würde ich Doppelpuls empfehlen. Ich habe jetzt hier so 2-3 Muster stehen. Ich habe noch 2-3 andere gemacht, an so ein paar Blechen, Restblechen mal so ein bisschen rumgepunktet. Das funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe da auch schon 1-2 Projekte gehabt, wo ich das im Einsatz hatte. Gucken wir nochmal die Punktschweißfunktion beim MEW 200 Syn an. Und zwar muss ich hier oben erstmal den Werkstoff auswählen. Ich habe ihn extra nochmal verstellt, das wollen wir uns jetzt nochmal angucken. Jetzt gehe ich hier rein, bin ich hier in ALMG 5 ALSI, das ist Aluminiumschweißprogramm, wechselt da jetzt, zeigt der Argon an. Ich kann hier noch den Drahtdurchmesser auswählen, ist noch 1 mm. Ich kann dann die Spannung verändern, wenn ich das möchte. Ich stelle einfach mal hier wirklich die Materialstärke ein. Und hier bin ich auch wieder so auf 100 Ampere eingegangen. Ich habe hier also Ampere, ich habe die Spannung und ich habe die Materialstärke. Die Spannung würde ich hier... Spannung drehen wir ein bisschen höher. Und so können wir damit schon arbeiten. Jetzt die Punktschweißfunktion stellt man ganz einfach ein. Man geht hier auf diesen Knopf und dann sieht man immer, was man hier einstellt. Und hier ist man bei dieser Punktschweißfunktion. Die ist hier noch auf 0,8. Ja. So. Das heißt, bei 0 ist das Punktschweißen aus, dieses Spotten. Und dann kann ich die Zeit ganz einfach definieren. Wenn ich jetzt hier 0,3, wie gesagt, für Stumpfnaht, 0,8, ich lasse es immer ein bisschen Bewegung, sonst geht es weg, 0,8 für die Kehlnaht. Funktioniert wirklich auch sehr, sehr gut. Der Puls hat einen gewissen Effekt, aber auch mit dem Gerät hier habe ich schon verschiedene Videos zugemacht, kann man wirklich ganz toll Aluminium schweißen. Also ist auch wirklich ein ganz tolles Gerät. Und es gibt noch den kleinen Bruder, das MEW 185, da lässt es sich ganz bisschen anders einstellen. Im Prinzip aber auch von den Knöpfen her, von den Bedienungselementen her nur. Ansonsten ist das auch völlig das Gleiche. Man sieht wirklich auch gerade im Mic-Mac-Bereich, moderne Geräte lassen sich da sowas von einfach einstellen. Das ist wirklich ganz einfach und funktioniert wirklich auch sehr gut. Gerade wenn ich diese Stumpfnähte, die ich hier gepunktet habe, sehe, das sind wirklich sehr, sehr schöne Ergebnisse. Und im Großen und Ganzen, Punktschweißen ist natürlich so eine Sache. Der eine oder andere sagt, was habe ich denn damit zu tun? Ja? Wenn wir ein Bauteil vorbereiten, das Erste, was wir machen wirklich unsere Hefter, unsere Punktschweißung. Nur gerade im Wigbereich sollte man überlegen, mit Zusatz ist bei den meisten Nahtvorbereitungen doch deutlich besser. Denn das Punktschweißen hat natürlich auch eine ganz wichtige Funktion. Wir heften unser Bauteil erstmal ab und das ist natürlich nicht nur, dass wir das Ganze positioniert haben, es soll auch den Schweißverzug minimieren. Ganz wichtige Sache. So, Geräte und alles verlinke ich hier unter natürlich. Wenn da irgendwo Fragen zu sind, schreibt es in die Kommentare. Wenn detaillierte Fragen sind, könnt ihr mir auch gerne meine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist auch immer in der Beschreibung mit drin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.